Ja, deshalb bist genau du das, wonach du suchst. Also, wenn du nach Gott suchst, ja, dann gilt das auch. Alles sei die Summe zufälliger Ergebnisse. Ja, und genau das hat auf einmal die Bedeutung und das Ziel der gesamten Existenz ausgelöscht. Ja, einige Philosophen haben versucht, dagegen zu rebellieren. Ja, sie erfanden einen zweitrangigen Sinn, ja, die Existenzphilosophen und so. Oder Nietzsche sagte, und seine berühmte Aussage, Gott ist tot. Und ja, er hat auch mal gesagt, die Menschheit muss einen neuen Sinn für sich erfinden, da Gott ja tot ist. Doch ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Ja, wie soll man denn einen Sinn erfinden oder ihn sich ausdenken? Doch wenn man sich all die Phänomene wertfrei anschaut, ja, die es auf unserem Planeten gibt, ja, all die Lebensformen auf unserem Planeten, dann glaube ich daran, dass du ihn findest. Ja, es ist sozusagen schlicht unmöglich, dass da keine allumfassende Intelligenz dahinter steht, ja, hinter all dem. Die ganze Idee der Manifestierung basiert natürlich auf der Prämisse, dass dieses zugrunde liegende Phänomen existiert in der Welt der Sinneswahrnehmungen. Ja, das ist ein Substrat dieser Intelligenz gibt, ja, welches selbstverständlich für unsere Sinne unsichtbar ist. Es gibt dieses Substrat, das all den Phänomenen im Universum zugrunde liegt. Ja, ob du es nun Gott nennen möchtest oder göttliche Intelligenz, oder die Emanation Gottes, ja, und wenn nicht Gott, dann vielleicht eine Quelle, aus der dieses Feld von Intelligenz ununterbrochen abstrahlt, ja, genau wie die Sonne das Licht ausstrahlt. Ja, und dabei geht es nicht nur darum, dieses Phänomen um dich herum, ja, wertfrei zu betrachten, ja, um die dahinterliegende Intelligenz zu entdecken. Es ist sogar viel wichtiger, in das eigene Innere hineinzuschauen. Und ja, ich verwende dafür den Ausdruck Substrat. Substrat des unsichtbaren Raumes oder Feldes. Ja, und wenn es das im Universum gibt, ja, dann wird es natürlich auch in dir sein. Daher ist der beste Ort, um danach zu suchen, in deinem Inneren. Doch wenn du danach suchst, dann kann es passieren, dass du es nicht findest. Und das ist das Problem. Und tatsächlich ist es so, dass wenn du danach suchst, du es wahrscheinlich nicht finden wirst. Und der Grund dafür ist, dass diese Intelligenz formlos ist.
Sie kann nicht zum Objekt werden in deinem Bewusstsein, so wie alles andere, was du fühlst oder wahrnimmst. Es ist ein Objekt, das in deinem Bewusstsein entsteht. Und ich spreche von deinem Bewusstsein, ja, aber es gehört dir natürlich nicht. Das Objekt, was im Bewusstsein entsteht, das könnte eine Sinneswahrnehmung sein, ja. Das ist ein Tisch, ein Baum. Ja, du nimmst es wahr und das Objekt entsteht. Es könnte auch ein Gedanke sein. Eine Gedankenform entsteht im Bewusstsein. Es könnte eine Emotion oder ein Gefühl sein, das im Bewusstsein entsteht. Wenn du nach der zugrunde liegenden Intelligenz suchst, dann kann sie nicht als Objekt in deinem Bewusstsein erscheinen. Denn diese Intelligenz ist ja das unendliche Subjekt. Ja, du wirst also nie sagen können, hier ist es, ich habe es gefunden. Oder wenn du es verstanden hast, dann kannst du sagen, ich bin es. Sagst du, ich bin es. Ja, dann herrscht keine Dualität, weil es und ich eins sind. Doch wenn du sagst, da ist es, oder ich habe es gefunden, dann herrscht da eine Dualität. Ja, dann gibt es das Du und das Es, ja, und wer spricht dann, wenn du diese Intelligenz gefunden hast? Wer bist du dann? Also die Antwort ist ziemlich einfach. Und sie lautet, wenn wir, also sagen wir, verwenden wir doch eine Analogie dafür. Ja, du suchst also danach und diese Suche ist wie ein Lichtstrahl. Ja, ich suche danach. Wo ist diese Intelligenz? Ja, genau dieses Ding, was sucht, was ja kein Ding ist, ist es. Also genau dieses Bewusstsein, mit dem du suchst, ist es. Ja, deshalb bist genau du das, wonach du suchst. Also wenn du nach Gott suchst, ja, dann gilt das auch. Ja, denn Gott ist ein anderes Wort für, obwohl, also ich sagen würde, dass diese Intelligenz, die dem Universum zugrunde liegt, in meiner Weltauffassung, die Emanation Gottes ist. Ja, es ist wie das Licht, das von der Sonne ausgestrahlt wird. Ja, und das ist untrennbar von Gott oder der Quelle. Und das reine Bewusstsein, was du bist, ist im Grunde genommen diese Ausstrahlung. Dein Bewusstsein ist das Licht, was von der Quelle ausgestrahlt wird, sozusagen. Du, die Essenz deines Seins, deines reinen Bewusstseins, strahlt ununterbrochen aus dieser Quelle des Lebens aus und ist davon nicht getrennt. Ja, und wenn du sagst, dass du Gott bist, dann ist das ja weder richtig noch falsch, genauso wie wenn ein Sonnenstrahl sagen würde, ich bin die Sonne. Ja, es würde absurd erscheinen, ja, denn ein Sonnenstrahl ist nichts im Vergleich zur Sonne, ja, du könntest ihn also auslachen. Doch dieser Sonnenstrahl ist zweifelsohne immer noch mit der Sonne verbunden und somit, ja, ein Teil der Sonne. Wobei ich dem Sonnenstrahl nicht empfehlen würde, zu sagen, dass er die Sonne sei, weil, ja, das ein wenig absurd klingt. Doch, ja, im Endeffekt ist es die Wahrheit. Also, du kannst dich selbst als das reine Bewusstsein wahrnehmen und wenn du dir deines Bewusstseins bewusst wirst, dann kommst du in Kontakt mit der zugrunde liegenden Intelligenz des Universums.